Hallo und willkommen bei Prepper Fox. Ist Orientierung in der Wildnis so eine wichtige Sache für einen Prepper? Oder spielt das eher keine Rolle? Meine Meinung dazu nach dem Intro. Ich muss euch kurz erzählen, warum ich gerade heute auf dieses Thema komme. Ganz einfach, weil ich mich gerade verirrt habe, irgendwo im Wald hier im Ispertal. Ich bin heute in der Isperklamm unterwegs und momentan weiß ich ehrlich gesagt nicht, wo ich unterwegs bin. Ich mache es jetzt aber so, ich nehme mir nicht mein Handy zur Hand, sondern versuche so irgendwie hier rauszufinden. Und ich denke, das ist gar nicht so schwer. Wenn man an das Thema Orientierung denkt, dann kommen einem sicher einige Videos in den Sinn, die es auf YouTube gibt, bei irgendwelchen Preppern oder auch bei Leuten, die sich mit Survival beschäftigen. Und das hat aus meiner Sicht schon einen sinnvollen Hintergrund. Ich denke, dass es schon wichtig sein kann, sich in der Natur auch orientieren zu können. Aber es hat jetzt nicht zwangsläufig etwas mit einem Kompass und einer Karte zu tun. Das ist für mich der große Unterschied. Sicher ist es eine gute Sache, wenn ich mich mit Kompass und Karte auskenne, das ist keine Frage. Und vor allem, wenn ich nicht hier in Österreich unterwegs wäre, sondern wirklich irgendwo, wo es nur Wildnis gibt, dann ist es sicher gut, wenn man das kann. Aber ich denke, dass es bei uns in Österreich nicht unbedingt nötig ist. Erstens gibt es bei uns überall Wege, also ich bin auch jetzt auf einem Forstweg unterwegs und die führen irgendwann mal herunter vom Berg. Daher brauche ich nicht groß nach einem Weg zu suchen, sondern ich gehe einfach hier entlang bergab. Und dann komme ich mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwo ins Tal. Ich muss zugeben, dass das Video zu machen und gleichzeitig hier zu gehen gar nicht so einfach ist, weil ich da doch etwas Probleme mit der Atmung bekomme. Aber es funktioniert besser als ich dachte und daher mache ich jetzt auch so weiter. Sollte ich keinen Forstweg haben, dann könnte ich wirklich im schlimmsten Fall einfach durch den Wald nach unten gehen und auch dann würde ich spätestens nach vielleicht ein paar Stunden irgendwo herauskommen, wo es Häuser gibt oder eine Straße oder sonst irgendetwas. Was bei uns in Österreich natürlich auch toll ist, ist die Beschilderung der Wege. Ich denke, dass es kaum irgendwo ein Wandergebiet bei uns in Österreich gibt, wo nicht überall Schilder stehen, dass man weiß, wo man hingeht. Natürlich muss man dazu auch die Namen kennen, die dort stehen und wissen, wo man hin will. Ein weiterer Indikator für die Orientierung wäre die Sonne. Wenn ich ihrem Verlauf folge, wie es heute war, bin ich auch bei Sonnenaufgang hier unterwegs gewesen, dann weiß ich schon mal, wo ungefähr Osten ist und kann die restlichen Himmelsrichtungen dann nach diesem Sonnenaufgang auch abschätzen. Dazu muss ich aber wissen, wo mein Ziel liegen würde. Also ich weiß jetzt, dass ich wieder zurück zu meinem Fahrzeug möchte und das steht Richtung Süden. Somit hätte ich hier schon eine Richtung, wo ich hingehen müsste. Es gibt dann noch ein paar andere Möglichkeiten, wie man sich orientieren kann oder die Himmelsrichtungen bestimmen. Manche sprechen da von Moos auf irgendwelchen Bäumen oder anderen Dingen, die man eben ausprobieren kann. Man kann eine Nadel an den Haaren reiben und dann auf ein Blatt legen und irgendwo ins Wasser geben. Dann würde auch das wie ein Kompass funktionieren und man hat zumindest eine Nord-Süd-Richtung. Ich habe jetzt hier gesehen, es gäbe hier Walderdbeeren. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Bei solchen Früchten am Boden wäre ich immer vorsichtig, schon alleine wegen dem Fuchsbandwurm, den es bei uns auch anscheinend geben soll. Daher würde ich sowas ohne zu waschen einmal auf keinen Fall essen. Besser wäre es, sowas gar nicht zu essen.
Die Gegend ist übrigens wirklich wunderschön hier. Ich habe auch bisher noch keinen einzigen anderen Wanderer getroffen und das ist für diese Zeit etwas ungewöhnlich. Also es ist fast 9 Uhr, aber ich habe nichts dagegen, bin eigentlich froh, wenn ich den Wald für mich habe. Gerade wenn es um einen Bugout geht, würde ich dann selbstverständlich ein Gebiet wählen, wo ich mich gut auskenne. Also in ein Waldstück oder in die Natur zu flüchten, wo ich mich nicht auskenne, wäre wohl kontraproduktiv. Ich würde sogar noch weitergehen und mir die Orte, wo ich hinflüchte, auch bereits im Vorfeld gut ansehen und mich dort auch öfter bewegen, damit ich die Gegend kennenlerne. In meinem Fall mache ich das sogar, weil ich 2 Bugout-Locations für mich ausgesucht habe. Dazu gibt es auch Videos auf meinem Kanal und diese Gegenden schaue ich mir regelmäßig an und ich kenne mich dort mittlerweile schon sehr gut aus. Wie es bei meinen Wanderungen ist oder so wie heute, merke ich mir markante Punkte. Das ist auch eine ganz gute Taktik, zum Beispiel Steine oder gewisse Bäume mit einer bestimmten Form oder ähnliche Dinge. Hier zum Beispiel komme ich dann an ein Objekt, das ich vorher bereits gesehen habe, als ich noch wusste, wo ich unterwegs war und somit weiß ich schon wieder, wo ich bin. Ich zeige euch das kurz. Es geht hier um diesen großen Stein oder diese Felsformation. Die ist so markant, ich denke nicht, dass es da recht viele hier im Wald gibt, die gleich aussehen. Somit weiß ich, dass ich hier vorbeigekommen bin und dass ich auf dem richtigen Weg zurück bin, von wo ich gekommen bin. Es ist natürlich auch so, dass wir in Österreich nicht wirklich die große Wildnis haben mit riesengroßen Landstrichen, wo wirklich keiner mehr wohnt und wo man sich dann auch im schweren Gelände irgendwo orientieren müsste. Bei uns gibt es überall Forstwege, man braucht kaum 1, 2, 3 Stunden irgendwo zu gehen und schon ist man beim nächsten Haus oder in der nächsten Ortschaft oder sogar irgendwo in einer Stadt. Das sehe ich in Österreich also nicht wie ein großes Problem. Wenn ich einen Bugout machen würde, dann suche ich mir selbstverständlich schon ein Gebiet aus, wo es eher weitläufig ist und wo weniger Menschen sind. Aber die große Wildnis, wie gesagt, gibt es bei uns in Österreich so, glaube ich, nicht mehr. Was für mich bei der Orientierung ganz essentiell ist, ist ein Ziel zu haben. Wenn ich kein klares Ziel habe, wo ich hin möchte, nicht einmal eine Himmelsrichtung, dann brauche ich mich nicht zu orientieren. Wenn ich jetzt einen Bugout mache und ich fliehe einfach vor einer Gefahr und schaue nur, dass ich mich irgendwo im Wald verstecke, dann muss ich nicht zwangsläufig ein bestimmtes Ziel haben. Da ist eher vielleicht das Ziel, dass ich dann nachher wieder aus dem Wald zurückkehren kann zu mir nach Hause, also dass ich den Weg nach Hause auch wieder finde. Aber sonst denke ich, ohne Ziel ist Orientierung etwas sinnlos. Ich bin jetzt gerade an einer Gabelung und jetzt weiß ich definitiv wieder genau, wo ich bin, weil da hinten auch ein Baum war, den ich mir gemerkt habe, der ein wenig markanter aussieht. Daher ist alles wieder gut. Ich weiß, dass ich da runter muss und ich schätze, dass ich jetzt noch ungefähr 45 Minuten bis zum Auto habe. Was ist nun mein Fazit zum Thema Orientierung wichtig für Prepper? Ja, Orientierung grundsätzlich ist wichtig für Prepper und Leute, die eben vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, einen Bugout zu machen, wenn es zu einer schweren Krise kommt. Aber die Form oder die Art der Orientierung, mit der ihr euch beschäftigt, das bleibt euch überlassen. Es gibt für mich sogar das Thema, dass Leute sich vielleicht in der Stadt orientieren müssen. Das betrifft mich am Land wieder weniger. Oder eben, wie gesagt, dass man sich mit der Sonne beschäftigt oder eben mit einem Kompass, mit der Karte und so weiter. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich damit zu beschäftigen und ich denke, dass das definitiv kein Fehler ist, wenn man das als Prepper macht. Da ich nun also auf dem richtigen Weg bin und weiß, wo ich hin muss
und so im Prinzip zum Thema nichts mehr zu sagen habe, bin ich am Ende dieses Videos. Ich hätte eine Frage an euch. Was ist eure Meinung? Muss sich ein Prepper unbedingt mit Orientierung in der Wildnis oder in der Natur beschäftigen? Ja oder nein? Schreibt mir dazu bitte einen Kommentar. Ansonsten war es das für heute. Ihr könnt das Video selbstverständlich gerne teilen. Bitte nicht vergessen, mit einem Daumen nach oben und einem Abo unterstützt ihr meinen Kanal. Und das war's für heute. Bis zum nächsten Video. Euer Prepper Fox.